Ja, servus, guten Morgen, liebe Freunde meiner Videos. Ja, heute ist es endlich soweit. Ich hole bei meinem Bekannten draußen die Feldspritze von der Jagdgenossenschaft. Ich habe gesagt, ich hole die noch vor die Feiertage, weil ich habe an dem Dienstag direkt nach die Feiertage den Spritzen dürf und dann ist das Ding gleich da. Und den IHC habe ich gerade soweit fertig gemacht und um 11 rum soll ich dann bei ihm sein und da ist er dabei und dann hängen wir sie an. Ob ich da filmen kann, weiß ich leider noch nicht. Aber die Fahrt bis zu ihm hin, beziehungsweise die Fahrt wieder heim, die kann ich natürlich filmen. Alles klar, ich wünsche euch schon mal viel Spaß.
Doch, los weg. Liebe Freunde, und
Nun ist die Spritze bei mir daheim. Da steht das gute Stück. Es ist eine Rausch Primat 1, Baujahr 1991. Hat schon einen Zusatzwassertank drauf, was nicht schlecht ist. An eigens gebauten Rücklaufschutz oben her. Ist bloß mit einer Schelle ein wenig fest, kann man schwenken rüber, was in der Zusatzwassertank, in der Spültank und in der Haupttank von der Spritze. Die Spritze hat da 12,50 Meter Gestänge. Also, jetzt das Riesending. Für unseren Zweck reicht es ja vollkommen. Da haben wir das Typenschild. Falls das jemand interessiert. Den Pumpentyp 14M120 ist drin. Und Baujahr, wie gesagt, 91. Ja. Das ist das gute Stück. Was jetzt als erstes gemacht wird, ist einmal alle Bolzen alles abschmieren, weil, wie man sieht, alles sehr trocken, schwergängig, bewegt sich nichts richtig. Da kommt jetzt erst einmal überall schon Fett drauf. Hier drüben habe ich schon mal angefangen. So sieht es dann aus, dass das wieder gescheit flutscht. Ja, und dann werden demnächst einmal die Düsen gereinigt, Düsenstöcke aller kontrolliert. Das müsste aber eigentlich soweit passen. Und die Einstellung wird gemacht. Ich habe sie schon ausgeklappt gehabt. Die hängen links und rechts die Arme ab. Dann passt natürlich das Spritzbild nicht. Weil dann sind sie außen, wenn sie zu tief hängen. Dann passen meine Winkel vor die Düsen nicht mehr ganz. Und in der Mitte überlappt es mehr. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Das gehört dann alles noch richtig eingestellt, dass das bis zum Spritzentyp funktioniert. Wasser gehört einmal rein, haben wir mit Reinigungsmittel durchgegangen, habe ich auch mitgekriegt. Und dann schauen wir mal, dass das Ding noch wieder rennt. Ich bin jetzt, so wie es ausschaut, da der allerletzte, der das Ding braucht. Und naja, da kann man da schon mal ein bisschen was dran machen. Licht kontrollieren und dergleichen. Die Wandtafel, die eine, hängt leider auch ein bisschen Schöps. Passiert. Naja, aber das wird alles werden. Jetzt fette ich erst einmal ab. Und dann nehme ich euch dazu mal mit. Ich habe mir hier einen Kübel Fließfett geholt. Schöner Schmodder. Und streiche das überall auf die beweglichen Teile auf. Das alles ohne große Reibung funktioniert, schön leicht flutscht. Ja klar, ein Schönheitspreis gewinnt es jetzt natürlich nicht, aber hier geht es nicht um Schönheit, hier geht es um Funktionalität und dass man nichts festgammelt. Und wie gesagt, das soll ja alles leichtgängig sein und das kann es aber nicht, wenn es alles trocken ist. So, das war der eine Arm vom Spritzgestänge. Können wir hier noch ein wenig. Wie gesagt, ein bisschen Fett schadet auf keinen Fall. Ja, da unten drin quietscht es auch. Alles trocken. Können wir eventuell mal mit ein wenig Öl noch. Das kommt da noch ein wenig besser rein. Das Fließfett nur an den Stellen, wo es halt wirklich nötig ist. So. Könnten wir mal den Sperrhebel hier drüben aufmachen. Das wird jetzt natürlich schwierig mit einer Hand. Ja, man sieht schon, wo ich das Fett hin habe, flutscht das Ganze doch wieder richtig schön leicht. Da gehört, so wie es ausschaut, eine neue Schraube rein, weil der Hebel, der ist ein wenig schief, dann bleibt er oben. Mit einer neuen Schraube steht er dann wieder schön, wo er hingehört. Also, das werde ich auf alle Fälle auch noch beheben.
Ja, und dann kann man quasi die Spritze da rausziehen und klappt sie so um. Die rastet von alleine ein. Und man sieht schon, wo ich jetzt Fett dran habe, klappt viel leichter. Also ist wie gesagt nichts hydraulisch klappbar, alles mit Hand. Ist ja auch schon ein bisschen älteren Semesters. Wir meinen für die Jagdgenossenschaft, wir haben nichts anderes gebraucht. Wozu soll man sich ja 10.000 Euro Spritze kaufen? Das ist ein Arschmann. Weil wenn sie nicht eingesetzt werden, dann bringt das natürlich auch herzlich wenig. Da träufeln wir dann noch ein Öl drauf. Dann geht es richtig gut. Dann hier sitzt das Spritzgestänge normal auf. Ein bisschen Fett drauf. Aufpassen, dass man die Schläuche nicht erwischt. Weil Gummi und Fett bzw. Öl ist immer nicht so gesund. Muss ja nicht sein. Wir möchten schließlich länger was davon haben. Ne? Gut. Da müssen wir sie jetzt erst einmal einklappen. Draußen noch. Wie gesagt, die ist jetzt länger nicht mehr gebraucht worden. Der Landwirt, der es jetzt immer hatte, der hat auf Bio umgestellt und hat sie nur noch ganz, ganz selten eingesetzt. Für andere dann quasi, wenn er was gefahren hat, weil ihr heute den Spritzenschein gehabt. Ja, also jetzt haben wir das ganze Ding am Anfang abgeschmiert. Flutscht wieder alles butterweich. Wie gesagt, der Schraube muss ich noch ersetzen. Die Warntafel wieder anschrauben. Die Höhenverstellung funktioniert wieder. So ist eigentlich alles gut. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, dass wir durch den TÜV durchkommen. Ein paar Ersatzdüsen kriege ich noch, die bringt er mir noch vorbei. Die hat er auf die Schnelle nicht gefunden, der hat das Ding ja wie gesagt länger nicht mehr gehabt. Na und dann schauen wir mal, dass alles funktioniert, dass soweit gut ist. Und dann passt es. Ja, ich hoffe das Video hat euch Spaß gemacht. Und dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.